Hallöchen und herzlich willkommen. Ich fuchtel mit einem Messer rum. Und das ist Jens und ich bin ich. Und da ist noch eine Kamera. Und da ist noch eine Kamera, ja. Was? Ja, ach so, ja genau, das ist eine Kamera, das kann man sehen. Ja, wir machen mit dem nächsten Teil weiter. Und zwar haben wir ein Netzteil von Corsair. 850 Watt, modular, mit 80er Gold, ist das richtig? Ja, 80 Gold plus 80 plus Gold. Ja, ja, das kann man auch so, wie es ist, in einen Briefumschlag stecken und dann macht deine Scheiße zu Geld. Wollen wir aber gar nicht, weil das Ding wollen wir ja einbauen, logischerweise. Und bin ich mal gespannt, was hier wieder so alles dabei geht. Ja, da ist immer alles Mögliche drin, deswegen... Stoffsack, falls man es mal mitnehmen möchte. Wer baut das denn jemals wieder aus? Keine Ahnung. Also bei meinem war so eine Reisetasche dabei fürs Headset. Aber ich glaube, es könnte auch sein, dass man damit einfach die Kabel lagern soll. Ja, das kann natürlich sein. Die Special Features von dem Ding sind halt die Ultra Low Noise. Das heißt, der Lüfter läuft wirklich nur, wenn das Ding auch warm wird. 850 Watt, ne, sollte auf jeden Fall reichen für dein eben Setup. Könntest du sogar später, wenn du noch mehr Geld über hast, noch eine zweite Grafikkarte reinhauen? Ja, erstmal musst du das jetzt ein, zwei Jahre halten ohne eine zweite Grafikkarte. So, und wer sich jetzt fragt, ist das nicht gefährlich durch das Plastik? Kann man da nicht einen Stromschlag erzeugen? Macht aber nichts, weil wir an unseren Füßen so tolle Erdungskabel haben, damit wir antistatisch hier arbeiten können. Ja. Und aber ich meine, ihr seht ja meinen Boden, da macht das eigentlich nicht so viel aus, weil das kein Teppich ist. Bei Teppich ist das schon eher ein Problem, aber er mag Filzhausschuhe. Wenn man schlürft, dann ist genau. Das auch ein bisschen gefährlich. Genau, ja gut, okay. Ja, komm, mach mal auf. Ja. Oh, ist. Oh mein Gott. Hier sieht man übrigens auch nochmal sehr schön, ne? Bis zu, was ist da, 240? Die Grandios hat man die Performance. Wow. Effizient. 50% oder knapp unter 50% Auslastung. Ja, das wären 425 Watt. Das wäre voll in Ordnung. Volle Auslastung von meinem PC. Ich würde den Karton mal rausziehen. Du hältst fest, ich zieh. Vakuum! Also, imponiert. So. Ich mag Klebstoff. Ja, das kann ich bestätigen. Eigentlich merkwürdig für ein Netzteil, dass es nach Klebstoff riecht. Warte mal, das wollte ich wollte gerade so sagen, das ist vielleicht falsch rum. Könnte man meinen. Jetzt müssen wir noch die Quality Control wegmachen. Tada. Ah, ein Venedig. 10 Meter dickes Handbuch. Für ein Handbuch für alle. Ne, für die ganze Familie, sozusagen. Netzteil der Serie, genau. So, und dahinter ist nochmal so ein Garantiekärtchen, das ist ja auch schon mal ganz nett. Wenn man hier den Deckel abnimmt, da ist auch die Tasche. Die ein bisschen staubig aus. Da ist also noch eine Tasche für die Kabel. Das ist die Tasche fürs Netz. Und Kabelbinder werden mitgeliefert, Leute. Das ist doch mal praktisch. Ja, aber die haben wir auch so. Ja, das stimmt wohl. Ja, ganz normal, Stecker, wer kennt die nicht? Ein Trockensäckchen. Heißen die Dinger Trockensäckchen? Silikanbeutel. Trockensäckchen. Finde ich angenehmer. So, pass mal auf. Hier sieht man ein schönes Logo und den Staub auf der Tasche. Pass mal auf, wir packen das einfach alles wieder da rein, was wir hier brauchen. Ja, den Karton. Nee, das nicht. So waren wir schon auch. Aber vom Tisch. Vom Tisch, ja, das ist wohl richtig. Das wäre sehr schön, wenn man mal sein Netzteil mit in den Urlaub nehmen möchte, hat man so eine schöne Tasche dabei. Ja sicher, wer braucht es denn nicht? Wer kennt es nicht? Man braucht einfach 850 Watt modular und ne, das muss man einfach haben. Das ist ein Muss für jeden Campingausflug. Ich meine, wer geht denn ohne seinen Gaming-Rechner campen? Das ist ja aber logisch, ne? Was haben wir denn hier hinten? Silent Operation at Low to Moderate Lows. Ja, 0 bis 50 heißt das. Ja, das kann doch auch weg, oder? Ja, klar. Die Gehäuse willst du so wenig wie möglich haben, was die Lüfte blockieren könnte. Jo. So, dann nehmen wir mal diesen Kulturbeutel hier. Hier könnt ihr auch einmal sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Oder ich zeige es einfach mal hier rein. Ja. Ein großer Lüfter. Von hinten ist nicht viel zu sehen, aber nur halt der Stecker und ein Ausschalter. Und wie gesagt, hier
das ganze modulare Gedöns. Hoffe nur, dass das ja, ist nicht so okay. Ja, so ist besser, ne? Ja, so. So kann man es gut sehen. Und ja, wie gesagt, wiegt einiges. Also ist auch wohl ein echter Trafo drin. Weil es gibt ja so Billigdinger, wo man dann wirklich schon am Gewicht merkt, dass das eigentlich keine Qualität sein kann. Wie gesagt, Corsair bis jetzt immer verwendet, bis jetzt immer zufrieden gewesen. Ja, ich hatte mal ein kaputtes Netzteil, das ist irgendwie nach einem Jahr abgeraucht. Kein Problem, der Kundenservice hat mir ein neues geschickt, sogar noch besser als das alte. Also. Ja, das ist hört man doch gerne. Ja, und hier dann die eingepackten Kabel. Genau, auch schön mit der Ummantelung. Leider außerhalb des Fokus, warum auch immer. Ich glaube, ich muss da mal die Kamera umstellen. Ja, genau. Wie nennt man diese Ummantelung nochmal? Sleeving. So. Also praktisch wie ein Ärmel im Englischen, der Sleeve. Genau, sind auch jede Menge, guck mal, da steht sogar dran, CPU. Ja, ich habe ja auch noch ein CPU. Du kannst damit auch Mainboards, hier Serverboards mit zwei CPUs powern. Ja, ich meine, genug Power ist ja drauf, ne? Auf jeden Fall jede Menge Kabel dabei, die werden wir auch nachher alle brauchen. Und alle bis auf die SATA-Kabel, also die Peripheriekabel hier, alle gesleeved. Ja, das ist auch nicht verkehrt. Ist halt üblich, weil man diese flachen Kabel sehr eng hintereinander packt, um die Festplatten da anzuschließen. Genau, wenn dann halt noch ein Sleeve drum kommt, dann würde das halt nochmal ein bisschen mehr Volumen geben und das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt kannst du das dicke Kabel auch noch hier reinpacken, dann hast du eine schöne Reisetasche. Yay, und ein paar Blumen. So. Man nimmt ja auch nicht sein ganzes Gehäuse mit, wenn man irgendwie umzieht oder so. Man nimmt das Netzteil. Man baut alles auseinander. Ja. Ja, genau. Und eine Samttasche, ne? Das gefällt mir. Das ist ein schönes Material. Ja, ich glaube, ich habe auch meine Tasche auch noch irgendwie in Verwendung, vielleicht für Kopfhörer oder so. Weiß ich nicht. Ja, da passt ein Headset rein, ne? Wenn man so überlegt. Du hast zwei Headsets rein. Ja, ich wollte gerade sagen, also meine Hand ist ja nicht unbedingt klein, ne? Das ist. Weiß ich nicht, so 15 cm, ja, so. Also ich habe schon Pranken, sagen wir es mal so. Und meine Hände passen locker dreimal da rein, also von daher ordentlich Platz drin. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten, beim nächsten Unboxing wieder. Was ist das denn? Da war was dran. Das ist ja wirklich verdammt. Genau. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.